Hallo und herzlich willkommen zurück in Downgies Labor. Ich bin hier bei den Dingen, ne? Hier bei der Skelettfarm und ich habe einen Cave Spider Spawner, der hier war, umgebaut in eine XP Farm bzw. String Farm, weil ich String brauche und naja, XP Farm war jetzt das einfachste, was ich machen konnte. Deswegen habe ich das gemacht, hat sich angeboten, fertig. So, ich habe leider meine Spitzhacke verloren, weil ich einmal gestorben bin und ich sie nicht wiedergefunden habe irgendwie. Keine Ahnung, wir müssen uns eine neue enchanten. Ich habe 24 Level, wir gehen mal dahin. Da das da eine XP-Farm ist, kriegen wir ein paar Level raus. So, mal schauen. Wir haben hier einen Raum. Dort ist ein Cave-Spider-Spawner. Hier ist eine Spinne, die hochkrabbeln möchte. Das ist nicht so optimal. Dürfte es eigentlich nicht so. Da ist ein Wasserfluss. Die werden da reingetrieben und dann hier lang. Hier sind Treppen, damit die runtergehen. Und hier sammeln die sich dann. Wir gucken mal, wie viel sind das? Knappe 40. Nicht schlecht. Okay, wir machen hier zu, sodass keine mehr neu reinkommen. Und rücken diesen Schalter. Und dann werden die zerdrückt. Dann sind das One-Hit-Kills. Und wir können die einfach so kaputt machen. Bum, 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 bum. Mann, ich stand hier gar nicht lange. Das waren ganz schön viele. So, jetzt gehen wir hier hin und können dort den Loot einsammeln. Fertig. Level 27. Nächste bitte. So, jetzt haben wir ganz schön viel an String bekommen. Ich zeige euch mal eben hier hinten die Technik. Ich müsste eigentlich au. Ja, die können dadurch den einen Schlitz angreifen. Das ist ein bisschen blöd. Au! Lässt du mich wohl da durch? Danke. Ja. Hier ist der Knopf. Der geht in... Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil das ist der Item-Elevator von dem Skelettteil. Hier geht's lang in diese Torch. Das hier ist ein Aris Knowledge. Die Torch powert den Block hier. Dann wird hiermit diese Torch gepowert und die powert dann wieder in diesen Block rein. So. Wenn ich den Knopf drücke, geht die aus. Damit geht die hier an. Das hier geht an. Und diese Repeater hier, Reihe hier geht an. Das sind 13 Repeater, wovon alle auf der letzten Stufe sind, außer der hier. Und der geht dann wieder hier rein, sodass das ausgeht und diese Torch wieder angehen kann. Und das Ganze geht von hier aus in den Pisten. Ja. Ist relativ simpel. Es ist designtechnisch nicht so toll, weil... Muss es nicht und na, können wir vielleicht noch ein bisschen umbauen. Die Treppe da ist auch nicht so optimal, aber ja, hier ist ein bisschen blöd, weil hier der Elevator ist, hatte ich nicht so viel Platz mehr. So, jetzt sind hier ganz schön wenig Spinnen auf einmal. Au. Ich gehe mal wieder hier hoch, weil hier hatte ich auch ja gestartet und ich warte mal einen Moment. So, jetzt sind das hier wieder ein paar mehr, mal gucken. 27, machen wir hier wieder dicht. Und hier drücken wir wieder drauf. So, ich habe meinen neuen Prozessor bestellt. Ist bald da. Ich habe einen i5-3570K bestellt und ein neues Mainboard. Da weiß ich gerade nicht die genaue Bezeichnung. Und was habe ich noch bestellt? Ein Kühler. Damit das schön kühl bleibt. Genau. So, ist bald da. Habe ich schon bezahlt. So, hier guck mal, gibt schön viel String. Brauchen wir nämlich für die Enderman-Farm. Wieder da hoch und dann überlege ich mir gerade mal, was wir heute machen. Kurz überlegen, wir gehen mal hier raus. Komm. Ach nee, dann spawnen keine Spinnen mehr, ist doof. Wir haben auf jeden Fall ein paar Knochen und ich habe letztens einen Stream gemacht und dort habe ich das Sortiersystem von der Samen- und Blumenfarm in einem mit dem Bone Meal und Gras und so gemacht. Das heißt, die ist fertig. Was habe ich noch gemacht? Muss ich gerade überlegen. Ich glaube, viel mehr habe ich nicht gemacht. Da mit dem Villager Trading, da bin ich immer noch nicht wirklich weiter. Ja, ist momentan etwas schwierig. Heute hat auch die Schule angefangen. Ich habe, mein Stundenplan ist ganz okay. Nichts Schlimmes dabei. Und ja, letztes Jahr Schule, 8 Monate und dann bin ich fertig damit.
So, die töten wir noch. Dann müssen wir bei Level 30 sein. Dann können wir eben was entschaden gehen. So, einmal crushen hier. Das sind übrigens zwei Pistons. So, stirbt. Wir sind nicht bei Level 30, aber das macht nichts. Wir können trotzdem gehen. Weil wir sicherlich auf dem Weg zum Labor noch ein paar Level bekommen, wenn hier Monster sind. Nein, es ist nicht Nacht. Schade. 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 Naja. Gehen wir trotzdem. Auf geht's. Oh, ich sollte mal ein paar Sachen hier lassen. Ich habe hier den ganzen Crap noch mit dabei. Hier, String brauche ich erstmal gar nicht. Aber ich sollte die Redstone Sachen mitnehmen. Das hier brauche ich aber nicht. Das nicht. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Dann kann ich nicht hier lassen. Verdammt. Dann nehme ich doch den String mit. So. Brauche ich auch nicht. Und den Rest nehmen wir mit. Ne, die Sachen waren auch hier. Lassen wir also hier. Okay. Auf geht's. Lalalala. Hoffentlich wird es gleich Nacht. Es regnet so wunderschön. Das ist auch ganz toll. So, vom Mega-Projekt habe ich auch noch keine Neuigkeiten. Das letzte, was ich weiß, ist, dass Debitor gefragt hat und die darüber abstimmen, umgespielt hat, für mich gestimmt. Mehr weiß ich nicht, ob wer gegen mich gestimmt hat oder ob noch andere für mich gestimmt haben, weiß ich alles nicht. Also frag mich bitte auch nicht. So, wir gehen mal hier lang. So, die Tunnel hier müssen wir auch nochmal fertig machen irgendwann. Ne, ich wollte euch ja die neuen Sachen zeigen. Fast vergessen. Auf geht's. Hui. Hi. So. Einmal hier drücken und einmal durch hier. Oh, es ist fast mitten am Tag. Pff. Toll, da kann es noch lange dauern. So, hi. Kaktusfarm 19. So, hier seht ihr es. Da hinten ist der Elevator. Hier sind Kisten. Die Samen, das ist eine Samenkiste und das ist eine Samenkiste. Es wird sich zuerst die füllen komplett. Dann noch ein paar Hopper. Und dann erst diese hier. Hier ist die Rosenkiste. Und hier ist die Blumenkiste. So, wir können mal. Ach, die Farm habe ich übrigens auch gebaut. Zeige ich auch gleich. Hier runter gehen. Und den Drop Dispenser hier einmal nachfüllen. Mit ein bisschen Bone Meal. So, dann können die Blöcke hier auch wieder rein. So, und jetzt drücken wir einfach mal den Knopf. Jetzt wird es ein bisschen laggen. So, hier, guck mal. Da liegen dann die ganzen Blumen und Samen. Er hat Samen gesagt. So, 16 FPS, nicht schlecht. So reicht auch für Demonstrationszwecke. Dann kommt das Wasser daraus, spült alle Items in die Mitte. Das wird dann vom Hopper eingesammelt. Und den Elevator da hochgebracht. Und dann kommt das hier hin. So, mal sehen. Na, da sind zwei Sortierzellen angebracht. Sieht man schlecht, ne? Ja. Ich baue mich mal mit dem Pisten hoch. Zwei Sortierzellen. Eine da, eine hier. Und die sortieren das dann halt in die Kisten. Diese hier sortiert, glaube ich, die gelben Blumen, die roten Blumen. Und der Rest ist ja alles Samen, das heißt, das wird hier hingebracht. In diese beiden Kisten. Und über diesem Hopper hier, der jetzt in diese Kiste zeigt, ist noch ein Hopper, der in diese Richtung zeigt. Und warum sich diese Kiste nicht füllt, ist ganz einfach. Nämlich wird dieser Hopper hier die Samen aus dem Hopper darüber zuerst rausklauen, sozusagen. Und deswegen ist das so. So. Du kommst einmal da rein und jetzt können wir gucken. Haben wir ein paar mehr Rosen, ein paar mehr Samen und ein paar mehr gelbe Blumen. So, hier ist noch nichts gewachsen, das habe ich letztens erst alles geerntet. Schneefarm. Genau, ganz einfach. Ein Schnee... Scheiße, jetzt habe ich den weggeschoben. Ah, macht nichts. Ach, macht doch was. Dammit. Dammit. Ich ersetze die beiden Pistons mal durch Sticky Pistons. So, und hier du auch.
So. Und zwar wird dieser Schneegolem da reingepackt und dann von den Pistons, die die Glasblöcke verschieben, hier in die rechte Ecke gedrängt, sodass der immer mehr Schnee produziert. Ich muss einfach nur mit der Schaufel gedrückt halten und kann den ganzen Schnee abbauen. Ganz simpel, ganz einfach. Und dann können wir hier unsere Schneeblöcke bauen und haben dann Schneeblöcke. Werde ich wahrscheinlich für die Enderman-Farm benutzen. Muss ich halt nur ein bisschen farmen. Das hier ist übrigens die Gammelschaufel Unbreaking 3. Die kann sowieso verrecken. Deswegen mache ich das mit der so. Ich habe hier schon ein bisschen was gefarmt an Schnee. Also nicht viel. Wird noch lange nicht reichen. Aber schon mal ein bisschen. So. Jetzt kommt hier der String rein. Oh. Hier ist schon Platzmangel. Naja, ich glaube, das reicht sogar an String. Na egal. Man kann nie genug haben. So, jetzt kommen hier die ganzen Redstone-Sachen rein. Einfach reinschmeißen. Wer braucht schon Ordnung? Wer braucht das schon? So, hi. Jetzt benötigen wir eine neue Spitzhacke und ein bisschen XP. Wo kriegen wir jetzt ein bisschen XP her? Natürlich von unserer Zombie-Farm. Habe ich noch was gemacht? Nein, habe ich nicht. Nö, 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 nö. Ich habe im Livestream auch geguckt, wie voll meine Brathühnchen Hopper, Dropper meine ich, und auch die Backup-Kiste ist. Und ja, ist sehr voll. Also der Dropper ist komplett voll. Und die Kiste da ist die erste Reihe mehr als die Hälfte voll. Ne, also ist schon eine ganz. Hier ist kein Wasser, okay. Ist schon eine ganz schöne Menge. Wir fahren das hier mal eben ab. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Sugarcane. Und deswegen können wir das ruhig abfarmen. Das ist nämlich jetzt auch nicht so schlimm. So, hallo. Gibt's mehr? Gib mir das Sugarcane. So, ich hoffe, mein Prozessor kommt bald. Ich bin dieses Wochenende nicht da. Da bin ich nämlich übers Wochenende in Westerstede und mache da eine Art Trainingslager, also das ist so, um in die Saison reinzukommen, die ja gerade angefangen hat. Also ein bisschen mehr Training, zweimal pro Tag und Land. Also zweimal Wasser, einmal Land pro Tag, glaube ich. Keine Ahnung. Habe ich mir nicht genau angeguckt, ist mir auch egal. Naja. So. Und das Wochenende darauf habe ich einmal einen Laktattest. Da schwimmt man 8200er, also 8x200 Meter, immer schneller. Also 1200er, nee, 3200er am Anfang, ziemlich langsam. Dann weitere 2200er, die etwas schneller sind, so um die 7 Sekunden. Dann nochmal einen schnelleren, dann einen noch schnelleren und zum Ende alles, was man kann. Und da wird immer der Laktatwert gemessen. Und dann gucken wir, wie die Ausdauer und sowas aussieht. Dürfte jetzt am Anfang der Saison noch ziemlich schlecht sein. Guck mal. Welt lädt sich nicht mehr. Falls sich die Welt nicht mehr lädt bei euch, drückt einfach mal F3 und A. Und das hier ist ein komischer Bug. Da lädt sich das dann trotzdem nicht. Das hatte ich hier, genau an der Stelle, aber schon mal. Und das ist ja nicht so lange her. Keine Ahnung warum. Ist irgendwie merkwürdig. So. Und nächste Woche am Wochenende, am Sonntag, schwimme ich dann in Hamburg Freiwasser. 2,5 Kilometer. Wer in Hamburg wohnt, kann mir gerne zuschauen. So, hi. Alles weg. So Norddeutsche. Mal sehen. Vielleicht gewinne ich da auch eine Medaille. Freiwasser müsste gehen. Als ich in Duisburg war, bei den Deutschen, internationalen Deutschen, Freiwasser und 5 Kilometer geschwommen, bin ich Siebter in meiner Altersklasse geworden und 34. in der offenen. Das war schon ganz gut, dafür, dass ich kein Freiwasserschwimmer bin. Hey, warum sammelt der das alles nicht? Lol. Irgendwie, ich muss mal gerade mein Minecraft, die Map neu starten. So, irgendwas war da total verbuggt. Der hat noch alle Items angezeigt, die ich schon eingesammelt habe. Ja. Auf jeden Fall, mal schauen, wie das so wird, ne? Mal schauen. So, jetzt können wir das Zeug da hinten hinbringen. Was wollte ich hier eigentlich? Achso, ich wollte eine Spitzhacke entschärfen. Das war irgendwie gerade total komisch. So, es wurde übrigens ein neues Biom angekündigt.
außer dem, was war das? Canyon. Gibt es jetzt auch noch ein anderes? Ich muss hier hin. Ich muss erstmal XP holen. Nämlich ein, weiß ich nicht, Biom, das hat so 9 Dirt, 9 Dreck, so komisch aussehenden. Und zudem hat das auch noch so Bäume wie im Schneebiom, nur dass da halt kein Schnee liegt. Und die sind, glaube ich, auch 4 dick gewesen und etwas größer und mit relativ wenig Blättern oben. Was gab's da noch? Ja, der Dirt sah ziemlich dirtig aus, aber hatte halt oben drüber was. Soweit ich weiß, wird man das nur mit Silk Touch abbauen können. Wo sind meine Diamanten? Bei meinen Villagern wahrscheinlich. Oh oh. Habe ich das Tor hier aufgemacht? Nee. Gut. Puh, Glück gehabt. So, hier lang. Lol. 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 Upsi. Das war nicht so optimal, wa? Okay, ich hole meine Blöcke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Machen wir es einfach so. Ist nur provisorisch jetzt mal eben. Nein! Damn it. Au. Worüber habe ich gerade geredet? Na, wird nicht so. Wird da nicht so wichtig gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Scheint also nicht wichtig gewesen zu sein. So. Jetzt seid ihr safe. Fuck. 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 Der Villager ist tot. Nein! 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 Der Villager war so weit! Ich war fast fertig! Nein! Nee! Ey, komm! Kann nicht sein! Hör auf, lass es! Ah! Zombies! Nein! 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 Vielleicht ist er nur abgehauen. Scheiße! Nein! Oh, na. Verdammt! Alter, wenn der. Boah, ich hab mit dem 2-3 Stunden getradet. Ich hab so viele Ressourcen an dem verschwendet. Und jetzt ist er einfach tot, oder was? Kann doch nicht sein. Halt, stopp! Nee. Nee, nee, nee. Nee. So, der könnte auch sterben, wenn hier Zombies hochkommen. Scheiße. Nein. Warum? Warum? Scheiße. Alter. Jetzt habe ich auch keinen Diamant. Wo sind überhaupt die Diamanten? Bitte? Fuck! Alter, das gibt es doch nicht. Wo sind jetzt meine Diamanten? Oh, nö. Ich hab keinen Bock mehr. Scheiße. Alter Verwalter. Alter, nee. Nee. Nee, hab keinen Bock mehr. Boah, wie viel Arbeit ich da reingesteckt hab, ne? Nein, warum? Warum? Hab ich ein Backup? Ich glaube, ich hab ein Backup. Ich glaub schon. Aber kann sein, dass der da nicht neu ist, oder?
Habe ich letztens erst ein. Ich weiß es nicht. Sonst lade ich. Guck mal gleich, ob ich ein Back. Oh, jetzt habe ich da einen dritten Platz. Shit. Shit, shit, shit. Das war nicht so optimal, wa? Ah! Oh! Scheiße. Scheiße. Entschuldigung, aber ohne Witz. Scheiße. Hä, der. Wie ist der. Wie konnte er überhaupt sterben? Das geht. Die hätten da gar nicht rangehen können. Ich check das noch nicht mal. Die konnten da nicht rangehen. Das ging gar nicht. Wie haben sie es dann gemacht? Ich verstehe das nicht. Durch die Ecke oder was? Wenigstens eine vernünftige Spitzhacke. Efficiency 4 am Breaking 3 ist perfekt. Ersetzt genau meine alte. Aber ich bin so sauer jetzt. Boah, nee. Ich guck mal eben, ob ich ein Backup habe. Bis gleich. Ich habe dieses Backup hier. Aber da ist der Villager noch lange nicht so weit. Und das Problem ist, ich habe seitdem die Spinnenfarm. Ich habe so viele Sachen seitdem gemacht. Und wir werden dieses Backup nicht nehmen. Ich versuche, einen neuen Villager zu bekommen, mit dem ich vernünftig traden kann. Okay. Naja. Ich habe also einiges zu tun. Diese Folge wird deswegen auch nicht lang. Ist jetzt eine Kackfolge geworden. Tut mir auch leid. Hier habe ich meine Schuhe noch. Die habe ich auch letztens verloren in der anderen Welt. Verdammt. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter. Das kann nicht sein, ne? Boah, ich hab gar keinen Bock jetzt no das neu zu machen. Puh. Okay, ich schaff das aber. So, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem mal ein bisschen gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.